Der politische Auftrag der 13 angloamerikanischen Kolonien hieß, das Territorium besetzen, die amerikanischen Indianer zurückdrängen und ihnen notfalls den Krieg zu erklären. Das einzige Hindernis für die Ausdehnung der englischen Kolonien nach Westen ist die riesige französische Kolonie. Angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit der Engländer können sich die Franzosen und ihre indianischen Verbündeten nur durch eine Störstrategie halten, den sogenannten Kleinen Krieg. Sie unternehmen regelrechte Überfälle auf Farmen oder befestigte britische Dörfer und säen Terror unter den englischen Siedlern. Aber 1755 verschärft sich der Konflikt und provoziert im Ohio-Tal einen weltweiten Knall. Das Ohio-Tal verbindet das St. Lorenz-Tal mit dem Louisiana-Tal. Franzosen wie Engländer wollen es besetzen, weil sie es als ihr Territorium beanspruchen. Die Lage spitzt sich zu. Um die französischen Forts im Ohio-Tal anzugreifen, bringt England Verstärkung aus Europa auf den Weg. Pierre Rigaud de Vaudreuil, ein gerade zum Gouverneur Neufrankreichs ernannter Kanadier, weiß, wie wenig Wert Frankreich auf seine Kolonie legt. Er setzt auf den einzigen Trumpf, den er zur Verfügung hat, den Kleinen Krieg. Er bewaffnet und finanziert die Indianer, indem er ihnen Skalps und Gefangene abkauft. An der Seite kanadischer Milizsoldaten bedrängen sie die englische Armee, die mehr an die großen Feldschlachten Europas gewöhnt ist, als an diese Strategie der Guerilla und des Hinterhalts. Die französischen Kanadier wissen, dass dies die erfolgreichste und einzige Methode ist, in Nordamerika zu kämpfen und eine kontinentale Armee zu zerschlagen. Vaudreuil, ein gebürtiger Kanadier, der seine Leute ebenso kennt wie die Truppen, die ihnen zur Verfügung stehen, hält dies für die möglicherweise beste Strategie im Kampf gegen eine Kontinentalarmee. Ähnliches sehen wir heute in Irak und Afghanistan. Wie besiegst du eine Supermacht? Indem du sie mit Bedingungen konfrontierst, auf die sie nicht vorbereitet ist. Das Missverhältnis zwischen französischen Kanadiern und Engländern in Amerika ist inzwischen sehr groß. 65.000 können nicht dauerhaft 1,5 Millionen trotzen. Europa erlebt im Jahr 1756 eine vollständige Umkehrung der Allianzen zwischen den Großmächten. England verbündet sich mit Preußen und zwingt so Frankreich, sich Österreich anzunähern. Spanien, Polen, Russland und Schweden schließen sich ihnen an. Ein Krieg von einem Ausmaß, das die Welt noch nicht erlebt hat, steht vor dem Ausbruch. Die Kriege in Nordamerika sind die Verlängerung der Dauerkriege, die sich Frankreich und England in Europa liefern. Sobald ein Konflikt zwischen Versailles und London ausbricht, wird der Kampf in Nordamerika eröffnet. Am 3. April 1756 verlässt Marquis de Montcalm sein Schloss in Condillac im Südwesten Frankreichs, um sich nach Quebec einzuschiffen. Da der Krieg unausweichlich erscheint, ist er zum Kommandanten der französischen Truppen in Neufrankreich ernannt worden. Montcalm ist mit 9 Jahren in die Armee eingetreten. Nach mehrfachen Kriegsverletzungen auf den Schlachtfeldern Europas steigt er in den Rang eines Obersten auf. Aber in der französischen Militärhierarchie besetzt er keinen der vorderen Plätze. Seine plötzliche Beförderung verdankt er der Tatsache, dass Neufrankreich dem Blickfeld des französischen Königs viel zu weit entrückt ist, als dass die Kolonie karrierebewusste Offiziere interessieren könnte. Alle Offiziere und Generäle, denen der Posten angeboten wurde, lehnten ihn mit der Begründung ab, ein solches Kommando sei ihrer nicht würdig.
Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Unterschied zwischen dem französischen Kriegsengagement in Nordamerika und auf dem europäischen Kontinent beträchtlich ist. Auf kontinentalem Territorium handelt es sich um Armeen mit einer Stärke von 40 bis 80.000 Mann. In Kanada hat Montcalm nie mehr als 4.000 bis 5.000 reguläre Soldaten zur Verfügung gehabt. Dieser Posten garantiert seiner Familie eine Pension. Zu Montcalms Ruhm wird er kaum beitragen. Er weiß nichts über Neufrankreich. Aber das Gleichgewicht der Kräfte vor Ort fällt bei weitem nicht zu seinen Gunsten aus. Und er ist nicht optimistisch, was seine Chancen angeht, die Kolonie zu retten, sollten die Engländer im Ernst beschließen, sie sich einzuverleiben. Begleitet wird er von Chevalier de Lévis, dem zweiten Kommandanten, und dem jungen Oberst Bougainville, der später als Entdecker Berühmtheit erlangen wird. Das Kontingent, das mit ihnen in Quebec von Bord geht, umfasst gerade mal magere 1.000 französische Soldaten. Die Franzosen neigen dazu, die Verteidigung ihrer Kolonien im Kriegsfall eher diesen selbst zu überlassen. Sie stellen ihnen ein Minimum an Truppen zur Verfügung und konzentrieren sich auf das, was die französischen Armeen am besten können: auf dem europäischen Kontinent kämpfen. Die Situation in Neufrankreich trägt nicht gerade dazu bei, Montcalm zu beruhigen. Die französisch-kanadischen Offiziere und Milizsoldaten flößen ihm keinerlei Vertrauen ein. Er hält sie für unfähig, eine echte Feldschlacht gegen die Engländer zu liefern. Der Auftrag in Nordamerika durfte Montcalm tatsächlich nicht gerade begeistert haben. Als er ankam, muss es ein Schock für ihn gewesen sein. Ein echter Schock. Allein der Anblick seiner indianischen Verbündeten. Was würde das im Kampf zu bedeuten haben? Alle europäischen Offiziere hatten so einen Moment des Schocks. Die Indianer kämpfen nach ihren eigenen Regeln. Sie skalpieren die Verwundeten und exekutieren ihre Gefangenen. Ein krasser Gegensatz zu dem Kriegskonzept, auf das Europa der Aufklärung stolz ist. Montcalm ist mit dem Krieg nach europäischer Art vertraut. Ein Kriegsrecht, Respekt vor den Gefangenen und anderes sind eine Entwicklung des 18. Jahrhunderts, die Montcalm bekannt ist. Er war selbst Kriegsgefangener und ist deshalb noch sensibler in diesem Punkt. Vor diesem Hintergrund ist er über das Verhalten der Indianer im Krieg schockiert und entsetzt. Soldat anglais. Montcalm ist erst seit 3 Tagen in Quebec, als der Krieg zwischen Frankreich und England offiziell erklärt wird. In Neufrankreich lässt er sich entgegen Montcalms Befürchtungen eher gut an. Er verwendet eine kontinentale Angriffsstrategie und erringt Siege. Von Montreal aus entsendet er Expeditionstruppen und nimmt Fort Oswego und Fort William Henry ein. Er liefert professionelle Schlachten, führt sie schnell und effektiv zu Ende. Er, der eigentlich in der Defensive sein sollte, geht in die Offensive und bereitet den Engländern ernsthafte Schwierigkeiten. Zur gleichen Zeit erleiden England und seine Verbündeten auch in Europa Rückschläge. William Pitt wird ins Kriegssekretariat der britischen Regierung berufen. Pitt hat eine Vision, die für viele am Anfang der Verfassung des künftigen britischen Weltreichs steht. Nach seiner Auffassung sollte sich England nicht auf die Auseinandersetzung auf dem Kontinent einlassen. Den Krieg wird es in den Kolonien gewinnen. Er überzeugt die Krone, eine Flotte zu bauen, die Englands Überlegenheit auf den Meeren sicherstellen und den Transport seiner Armeen in die fernsten Weltgegenden ermöglichen wird. Die Briten nutzen die Fixierung der Franzosen und ihrer Verbündeten auf den Kontinent, um den Krieg simultan in all ihre Kolonien zu tragen. Nach Indien, nach Afrika, auf die Antillen und natürlich auf den nordamerikanischen Kontinent.
Im Grunde erledigen die Preußen den Hauptteil der Kriegsarbeit. Die Briten schlagen ihre Gegner in Indien, erobern die zuckerreichen westindischen Inseln und versuchen natürlich, sich Kanada einzuverleiben. Es ist ein globaler Krieg, in seiner Ausdehnung ebenso wie in seinen geradezu ausufernden Ambitionen. Ihrem strategischen Konzept folgend, entsenden die Engländer eine Flotte von 40 Kriegsschiffen mit 12.000 Soldaten an Bord nach Neufrankreich.